Wann können wir im Arbeitsvertrag von der kollektiven Regelung des Tarifvertrages abweichen? Und es gibt zwei Fälle. Das eine ist das Günstigkeitsprinzip. Günstigkeitsprinzip heißt, du darfst zugunsten des Arbeitnehmers vom Tarifvertrag abweichen. Du darfst, wenn im Tarifvertrag steht 26 Tage Jahresurlaub, darfst du ihm 28 gewähren. Das ist das Günstigkeitsprinzip. Und das zweite ist die sogenannte Öffnungsklausel. Die Öffnungsklausel öffnet ein bestimmtes Gebiet für eine arbeitsvertragliche Einzelregelung. Da steht ja also im Tarifvertrag drin, dass man dieses Gebiet arbeitsvertraglich individuell regeln kann. Das ist die sogenannte Öffnung. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.